Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute steht auf unserem Menü ein leckerer, fruchtiger Eiskuchen. Und das ist ein bisschen aufwendiger als sonst und benötigt auch etwas mehr Zeit. Aber ich verspreche euch, es lohnt sich und ist super, super, super lecker. Es gibt so drei Komponenten, die wir haben. Einmal die Dekoration. Dafür haben wir ungefähr so 10 bis 12 Erdbeeren. Die schneiden wir gleich durch und platzieren wir außen am Rand, damit es richtig cool aussieht. Dann machen wir einmal eine untere Schicht, eine Art Vanillecreme. Dann kommt eine Beerencreme und dann machen wir irgendwie noch ein kleines Blueberry-Topping drüber, ein paar Blaubeeren oder so, damit es cool aussieht. Wir fangen mal an. Und zwar die Zutaten, die schreibe ich euch auf. Das sind so viele, um die jetzt zu zeigen. Und zwar halbieren wir die Erdbeeren. Und die stellen wir quasi gleich in die Form. Ich habe hier so ein paar ausgesucht, die ungefähr gleich groß sind. Und schneide unten das Grün immer so möglichst glatt ab, damit die auch stehen dann. Das sind ganz kleine gewesen. Größere machen natürlich mehr her. Konnte ich mir in dem Fall jetzt nicht aussuchen. Aber die kleinen, die finde ich auch ganz knuffig. Seht, ich halbiere die so. Das ist eine kleine Springform, eine 18er. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen mehr machen, aber der Kuchen, der ist auch sehr mächtig. Wir arbeiten mit Trockenfrüchten, mit Bananen und das ist einfach einer, ne, den isst man so in einem auf, glaube ich. Den will man nicht so lange behalten. Außerdem kommt er ins Gefrierfach. Ich weiß ja nicht, wie groß euer Gefrierfach ist. Bei mir wird, glaube ich, eine größere Form gar nicht reinpassen. So, jetzt haben wir die Erdbeerchen hier. Mal gucken. Und die wollen wir am Rand postieren. Zunächst fette ich die Form mit etwas Kokosöl ein. Das brauchen wir gleich auch noch. Damit sich der Kuchen nachher auch löst. So. Jetzt gucken wir mal, ob die stehen bleiben, wenn wir die hier so an den Rand legen. Ja, es funktioniert. Zack, zack. Und die untere Schicht unseres Kuchens, die hält dann nachher die Erdbeeren. Bin schon ganz aufgeregt. Ein Kuchen, der so cool aussieht, den habe ich nämlich noch nicht gemacht. Und ich hoffe, dass das klappt. Die haften auch ganz gut, wenn man die dran legt. Die bleiben quasi so außen. Okay, das war der Vorführeffekt. Die bleiben so ein bisschen haften mit dran. Das geht natürlich auch mit anderen Früchten. Ne? Erdbeeren sind besonders schön, weil die ja diese tolle Zeichnung innen haben. Seht ihr hier? Und deswegen machen wir das nach außen, damit man es nachher, wenn man das Stück Kuchen auf dem Teller hat, und dann so am Ende so eine Erdbeere sitzt. Deswegen ist es wichtig, dass die, was heißt wichtig, aber es ist schön, wenn die eine Größe haben, weil dann sieht es natürlich noch so einheitlicher aus. So, und dann hoffen wir, dass die uns treu bleiben hier, an der Stelle, wo wir die haben wollen. So, ja, gleich haben wir es. Das ist hier so ein bisschen Fummelarbeit. Wenn ihr größere Erdbeeren habt, braucht ihr natürlich auch weniger. Ah! Ja, und die große, die hat sich gleich verabschiedet. Okay, mit den kleinen ist das vielleicht doch gar nicht so schlecht. Sums, sums. Passt dann noch eine zwischen eine Mini-Erdbeere? Ja, ne? Oder nein? Ganz kleine Erdbeere. So, das stellen wir jetzt mal ganz vorsichtig zur Seite. Und sind froh, dass alles gut geklappt hat. Weiter geht's. Wir brauchen noch einmal eine Waage und wir machen jetzt quasi die erste helle Schicht der Creme, indem wir alles vermischen, was wir hier haben. Und zwar habe ich hier einmal Datteln, 200 Gramm. Eigentlich brauchen wir 360 Gramm Trockenfrüchte. Wir gucken jetzt mal, wie diese Creme so wird mit 200 Gramm Datteln. Eventuell muss ich noch was nachlegen, ein paar Feigen oder so. Möchte ich aber erst nicht, weil ich möchte ja schon eine helle Creme haben. Dann haben wir 250 Gramm Cashewkerne, zwei reife Bananen, das Mark einer Vanilleschote, das werden wir uns noch extrahieren, 50 Gramm Kokosöl und einen Schuss vegane Milch.
Da könnt ihr nehmen, was euch schmeckt. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. So, mit den Bananen. Die Bananen, die geben der ganzen Sache Halt. Und die machen den Boden auch süß, zusammen mit den Datteln. Ich tue das alles hier in meinen Cutter, in meine Küchenmaschine. Die ja, wenn man Teig macht, manchmal etwas nervig ist. Aber um was zu zerhacken, das hat sie bisher eigentlich ganz gut gemacht. So. Datteln und Cashewkerne. Mal gucken, ob sie damit zurechtkommt. Oder ob sie aufgibt. Und jetzt brauchen wir noch hier 50 Gramm Kokosfett. Kokosöl. Nur noch ein bisschen. So. Ja, perfekt, eine Punktlandung, würde ich sagen. So. Wir lassen das jetzt schon mal für uns arbeiten. Hoffentlich verklebt es nicht. Jetzt guckt mal her. Sieht doch schon mal sehr gut aus, würde ich sagen. Und wenn wir jetzt noch das Mark unserer Vanilleschote da hinzufügen. Ja, erstmal muss ich sie aufschneiden, bevor ich so weit bin. Das ist hier wieder so eine kleine vertrocknete. Ich frage mich wirklich, wo man gute Vanilleschoten herbekommt, weil ihr wisst das vielleicht auch. Das ist manchmal echt so ein Wüstenexperiment. So. Ah ja. Ja, wie mache ich das denn jetzt da rein? Zack. Das ist echt nicht meine Lieblingstätigkeit, Vanilleschoten auskratzen. Aber für ein Vanille-Layer ist das natürlich schon sehr wichtig. Es klebt. So, drin ist es. Ich finde das schon ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich echtes Vanillemark haben, weil das macht für den Geschmack natürlich einen wahnsinnigen Unterschied, ob man frisches Vanillemark hat, auch wenn es von einer vertrockneten Schote ist, in diesem Fall leider. Oder ne, Vanillinzucker, das ist einfach so künstlich. Deswegen bin ich da nicht so der Freund von. So. Jetzt haben wir es aber. Ihr wundert euch vielleicht, dass wir keinen Zucker oder so extra benötigen. Das brauchen wir nicht, weil wir haben ja die Datteln. Jetzt machen wir noch einen kleinen Schuss vegane Milch rein. Nicht so viel. Und fertig ist schon mal unser erster Layer, unsere Vanillecreme. Und die geben wir jetzt zu unseren Erdbeeren. Also, dass wir jetzt zu wenig Datteln hatten, das war für die Konsistenz kein Problem. Ihr könnt wirklich gern mehr nehmen. Es ist richtig fest. Ich persönlich mag ja sehr, sehr gerne so Böden aus Dattelcreme. Das haben wir euch das schon mal gezeigt. Also ich habe es auf jeden Fall schon häufiger gemacht. Das wird immer extrem gut. Jetzt muss ich das hier so ein bisschen rauskratzen. Das dauert jetzt noch ein bisschen, weil das ist echt eine klebrige Angelegenheit. So, und jetzt drücken wir unsere Erdbeeren mit diesem Layer am Rand fest. Versuchen sie nicht zu lösen. Das ist
eine kleine Herausforderung. Ein bisschen klebt. So. Und wir können die auch abdecken, ne? Also die werden nachher nicht mehr zu sehen sein. Boah, das duftet herrlich. Ich freue mich schon so, so sehr auf diesen Kuchen. Und das ist wirklich, ne, da sind nur gesunde Sachen drin. Und es wird trotzdem, es wird eine richtige Eisbombe, sage ich jetzt mal. Dim, 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 dim. So. Es ist wirklich nicht so einfach, das zu verteilen, weil das so eine klebrige Masse ist. Ihr seht, die kommt immer wieder so ein bisschen mit zurück. Deswegen dauert das so lange. Und ich will ja, dass es schön aussieht nachher. So. Nicht mit zurückkommen, bleibt da. So. Unsere Erdbeerchen sind verschwunden. So, das ist unsere erste Schicht. Die kommt jetzt so ins Gefrierfach für 2 bis 3 Stunden. Und dann tragen wir die zweite Schicht auf, die wir jetzt machen. Weiter geht's mit der Beerencreme. Und dafür habe ich 150 Gramm Erdbeeren eingefroren. Und 150 Gramm Blaubeeren. Ne, man kann auch gefrorene nehmen, die schon gefroren sind, oder man friert sie eben selber ein. Eine Banane kommt dazu und 260 Milliliter vegane Milch nach eurem Geschmack. Wieder starten wir mit der Banane. Die so ein bisschen die Funktion des Eis auch erfüllt und das Ganze bindet. Bei so einer Creme. So, ich mache ich klein. Ich habe jetzt nämlich hier nur noch den kleinen Mixer, hoffentlich passt das da alles schön rein. Ja, das ist doch eine tolle Farbkombi. Da kriegt man schon direkt Lust, das einfach nur pur zu essen. So, lecker. Oh, da ist auch noch eine. Und jetzt mixen wir das Ganze. Oh, ich bin schon ganz gespannt. Ich liebe das ja, wenn ich sehe, wie man sowas mixt. Ist jetzt wie so ein leckerer Smoothie. Ich freue mich. So. So, jetzt aber. Und los geht's. Boah, was für eine Farbe. Ich mache noch einmal, falls ich was festgesetzt habe. Ja, super, würde ich sagen, oder? Allerdings etwas flüssig für meinen Geschmack. Also, das sieht jetzt aus wie ein Smoothie, finde ich. Ja, das kommt auf unsere andere Schicht drauf. Und ich hoffe mal, dass das bindet. Sieht super aus. Ich glaube, ich fülle mir direkt mal ein kleines Glas ab. So, wir haben jetzt hier den Vanilleuntergrund aus dem Kühlschrank geholt. Der ist jetzt fest. Man sieht es schon, also nichts mehr fließt. Jetzt können wir unseren Beeren-Smoothie, den wir gemacht haben, da drauf geben. Und man sieht es ein bisschen, ich habe es schon umgerührt, obendrauf war es leicht braun. Das kommt durch die Oxidation der Banane, also dass die Banane reagiert mit dem Sauerstoff und dadurch wird es braun. Wenn man es vermeiden möchte, nimmt man vielleicht statt einer Banane besser nochmal Cashewnüsse oder Walnüsse, wobei Walnüsse auch braun sind, die machen es auch ein bisschen brauner. Aber mir macht das überhaupt nichts aus, weil es ist einfach natürlich. Und jetzt kommt's, wir gießen die Beerenschicht drauf. Ich bete, dass es hart wird. Upsala, das war nicht so gedacht. Okay, das ihr macht alles genauso bis auf diesen letzten Part, würde ich sagen. Und jetzt geht's ab in den Kühlschrank, beziehungsweise ins Gefrierfach. Wieder mindestens 3 Stunden. Und dann
haben wir hoffentlich die beste Eistorte der Welt. Der Kuchen war nun über Nacht im Kühlschrank und wir sehen, die Creme ist richtig schön fest geworden. Schaut mal hier. Ich würde vielleicht demnächst etwas Zitrone noch auf die Oberfläche geben, damit es nicht diese leicht bräunliche Note angibt. Aber jetzt kommt der große Moment, auf den wir gewartet haben. Bitte, liebe Kuchenhülle, löse dich. So, mit etwas Hilfe habe ich es jetzt auch abbekommen. Einfach schön rückeln. Aber natürlich vorsichtig, und ist es nicht super, super, mega cool geworden. Ich meine, das ist doch ein Kuchen, wenn man den ansieht, hat man doch sofort Lust, den zu essen. Wir würden ihn noch etwas dekorieren. Und zwar mit Blaubeeren, damit er auch schön aussieht. Weil es ist ja unser Berry Cake. Und natürlich vom Servieren würde ich sagen, so 20 Minuten vorher aus dem Kühlschrank nehmen, damit das Ganze nicht eisekalt ist und trotzdem gut schmeckt. Und auch noch ein paar Erdbeeren nehmen wir für. Für die Dekoration, weil wir wollen ja, ne, dieses leicht bräunliche, was durch die Banane entstanden ist, etwas kaschieren. So, und noch eine letzte Erdbeere und dann ist unser Kunstwerk auch schon fertig. Ne, die muss jetzt aber schon hier drin. So, schaut euch das an, wenn es euch gefällt, gebt uns Daumen hoch und ich wünsche euch guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Schneiden lässt sich der Kuchen gut. Nächstes Mal würde ich vielleicht etwas weniger Flüssigkeit nehmen. Für die Beerencreme statt der Banane das eventuell mal mit einer Nussmischung ausprobieren. Da ist er in voller Schönheit, auch von innen.